Hallo Leute, alles klar? Sorry, ich bin ein bisschen 2 Minuten zu spät. Aber ich bin so im Stress, ey. Ich habe das gerade nicht auf die Kette gekriegt, Leute. Das könnt ihr mir nicht glauben. Ich wollte meine Kamera anders hinstellen. Ich wollte dies machen, das machen. Es war jetzt gerade die ganze Zeit nur mit Promotion beschäftigt. Ich will ja, dass unser Kanal noch weiter wächst. Und natürlich muss ich dann immer gucken, dass es auf Twitter und überall läuft. Okay, also hier hat es auf jeden Fall mal funktioniert. Sehr gut, sehr gut. Ich denke mal, da muss man wieder ein bisschen aufpassen, weil die machen da immer wieder Wind. Die von Twitch oder auch von YouTube wegen den Urheberrechten. Selbst bei dem Spiele-Sound heulen die rum. Das ist nicht normal, gell? Die werden echt immer blöder, alle. Das kann man sich nicht ausdenken, Leute. Naja. Gut, gut, Freunde der Nacht. Dann schalten wir mal um. Ich schalte um, besser gesagt, dass man hier loslegen kann. Ups, einen kleinen Moment brauche ich noch. Lasse ich euch noch kurz alleine mit dem Spiel. Sag mal, gibt es da kein Intro oder sowas? Ich hatte doch so einen geilen Vorspann gehabt, dieses Spiel, oder nicht? Ich weiß nicht, wo der kommt oder wann der kommt. Naja. Gut, dann schauen wir mal, was heute geht. Also ich wollte heute noch mal ein paar Mal online fahren. Multiplayer wie gestern, hat Spaß gemacht. Leider habe ich nicht viel gefunden. Es scheinen nicht so sonderlich viele Leute zu fahren. So, ich komme auch schon bei der Steuerung, was es da so alles gibt. Kann man hier kein Goddamn Sitzverstellung machen oder sowas. Tastenbelegung hier. Kamera, okay. Habe ich schon Tastatur, habe ich schon belegt. Ja. Kann ich Kupplung nehmen, quasi. Die Kupplung nehme ich dann mit Leertaste, aber es gibt gar keine Bewegung vorne. Doch, Leertaste von der Tastatur. Bei manchen anderen Spielen konnte ich das super machen hier. Chaos, guck mal. Alles geht, ey. Was, da ist nicht genug dabei. Schade, echt, Leute, schade. So. Okay, machen wir ein eigenes Event zum Aufwärmen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mann, ich denke, wenn es Zeit ist, ich wollte die Kamera eigentlich direkt vor mich stellen, so wie ich es beim VR-Brille immer machen muss. Aber jetzt war ich mit der Zeit ein bisschen zu arg im Druck. Muss halt so gehen. Ich habe echt bei Zeiten, war ich fertig mit Dingen, mit, wie sagt man, mit dem vorigen Stream, hatte ich eigentlich 40 Minuten Zeit oder so. Mir ging es so schnell darum, ich war nicht mal auf dem Klo. Das mache ich nachher, während ich einen Replay laufen lasse von irgendwas. Nicht mal pieseln konnte ich. Nicht mal pieseln, Leute. Okay, schauen wir mal. Mal schon ganz schön Batzen Geld zusammengesammelt. Hey. 300.000. Da kann man nicht meckern. Startwetter. Komisch, oder? Also. Sonnenuntergang, schau mal.
Einfach mal anschauen. Ist es behalten? Ja. Manchmal gehe ich zurück und dann war, hat es das nicht genommen. Das ist ein bisschen doof. Gucken wir mal, was da geht. Grafisch und was das kann. Auf mein Tattoo ist bald verheilt. Ja. Immer nur die Kruste drauf. Immer einschmieren ein bisschen. Nicht zu viel natürlich, darf auch nicht durchweichen. Wenn du da Vaseline drauf machst, ist auch blöd, weil das an den Finger hast du immer Vaseline. Deswegen nehme ich dann immer einen Handschuh. Guck mal, so einen Handschuh hier. Also schmier ich mir das an den Finger. Das ist ein neuer, den habe ich jetzt noch nicht benutzt. Ich schmier mir das Vaseline an die Finger dran und dann schlüpfe ich eine Weile in den Handschuh ein, so 20 Minuten, und dann passt es genau von der Zeit her. Und man tut man auch nicht alles einfetten, was man anfasst. Das ist ja immer das Hauptproblem. Boah, geil, oder? Sieht cool aus. Und das Licht. Muss ja mit dem Four-Wheel Drive hier schon ein bisschen Vorteil haben. Oh, wow, ich habe gerade bloß die roten Lichter gesehen, du, wie eine Ampel. Ah, guck mal, reflektiert, schau mal. Ist das geil gemacht oder ist es geil gemacht? Das tut mir ein bisschen beim normalen Wetter fehlen. Bei Project Car 2 haben sie das komplett wieder weggemacht. Dass es nicht von der Wand oder so reflektiert oder von der Leitplanke, das finde ich echt ein bisschen schwach. Aber das ist jetzt geil, das baut mich jetzt gerade echt ein bisschen auf, dass das geht. Es sollte auch noch eine Hupe sein, das wäre auch ganz geil. Oh mein Goodness, Leute. Wow, hey, wow. Ich finde das so geil, Leute, dass man hier direkt ins Replay kann. Sau geil, oder? Ich finde das super. Bei Gran Turismo geht's nicht. Guck mal, bei GT Sport musst du komplett das ganze Rennen durchfahren erst und dann kannst du erst Replay gucken. Aber wen interessiert dann Überholmanöver noch ein einzelnes, wo geil aussah? Das interessiert ja keinen Schwanz mehr, wenn das Rennen rum ist. Das guckt man dann direkt an, wenn es geil war oder so. Oder auch ein Crash, wenn er gleich war. Der interessiert mich hinterher nicht mehr. Blödsinn. Das sollten sie wirklich nachreichen, finde ich. Das sind so geile Szenen teilweise, wo man dann nicht mehr anguckt. Guckt der kleine Flitzer. Ich wollte eigentlich die deutschen Farben nehmen, aber dann wäre das Schwarz von der Lackierung nicht mehr so gut gekommen. Müsste ich in Weiß machen. Mit den Schwarz-Rot-Gold dann. Guck mal, der Drift, sisch. Der war jetzt nicht so gut, aber der Anfang vom Drift hat mir gefallen. Ja, das sieht man dann nicht so gut. Schade, das sieht man nicht so gut jetzt hier. Im Auto hat man sich's besser, hat sich's besser angefühlt. Naja, egal, sei es wie es will. Es bestimmt noch ein paar Situationen geben. Erstmal an dieses Gaga-Wetter gewöhnen. Bin schon wieder vor dem Rutschen. Geil, Leute, das macht echt Fun. So absichtlich rutschen macht Spaß. Macht auch echt Spaß, wie die Sau. Kostet bloß mega Reifen. Bei uns hier, da gab es mal so einen großen Sportplatz oder beim Sportplatz, besser gesagt, gab es einen großen Parkplatz. Das war eigentlich der Parkplatz von einer großen Druckerei. Aber der war dann meistens nachmittags oder frühen Abend oder am Wochenende war der leer. Komplett leer. Du hattest also voll mega Platz. Und da bin ich früher oft mit meinem M3 oder mit meinem 5er BMW, damals 45i, auf den Parkplatz gegangen und hab mir's voll gegeben, ey. Ohne Witz, da haben die Schwarzen gezogen. Und irgendwann kam der Hausmeister, hat Welle gemacht. Hat gemeint, ich soll die schwarzen Streifen wegputzen und so. Ich frage, ob man nur ganz frisch ist.
Ja, Mann, das hat echt Spaß gemacht. Da war ich echt öfters und hab mich da geschwind gegeben. Aber jetzt ist da ein Asylheim drauf gebaut worden. Also da ist jetzt kein Platz mehr. Das wurde jetzt. Komplette Baustelle. Parkplatz ist jetzt im Prinzip nicht mehr verwendbar. Es parkt, glaube ich, kein einziges Auto mehr jetzt. Und sie waren so Container drauf gemacht. Oder glaube auch richtige Häuser, ich weiß gar nicht. Ich war da schon ewig nicht mehr in der Gegend. Seit man da nicht mehr driften kann. Das ist ein Industriegebiet, ist das. Nein, das ist auch eine Sauerei. Dann wollen sie immer mit Flüchtlingen helfen und so. Und dann tun sie sie im Industriegebiet ausquartieren, gell? Oder einquartieren. Also komplett weg von der Gesellschaft. Die sind wirklich scheinheilig immer, diese ganzen Politiker. Die Bürgermeister und so. Ja, nicht zu nah an sich selber hin. Ist also voll asozial. Naja. Geile, geil, geile. Macht echt Spaß im Regen fetzen mit so einem Karren. Guck mal. So. Great driving. What a win. Fantastic job. Geil, Alter. Yeah. What a win. What a noise. Nice racing at all. Macht ultra Bock. Auf jeden Fall heute.
wie ein Arm in die Höhe reckt. An was erinnert euch das? Nochmal. Pass auf, macht er nochmal. Zu hart geht der Typ. Und? Hiha! Muss man aufpassen, du, da sehen wieder manche irgendwelche Leute was, was es nicht ist. Da habe ich gesehen, da haben sie was gebracht im Fernsehen, da war eine, in den Nachrichten mal, das war irgendwie, was weiß ich, im Herbst oder so, da war irgendwo eine Demo und so, gell, was, weiß nicht, wer irgendwas. Auf jeden Fall waren da Leute vorne, die haben dann so gewunken und so, so, und in den Nachrichten haben gesagt, das wäre ein Gruß gewesen, ein bestimmter. Ich weiß nicht, was die da gesehen haben. Die wollen sowas wahrscheinlich immer sehen. Ich weiß auch nicht. So, wahrscheinlich hat die Demo nicht geschmeckt. Deswegen haben sie dann halt behauptet, es wäre das und das gewesen. Zu hart, ey. Was für Schmutzmaden teilweise. Wow, guck mal diesen wunderschönen Wagen an, gell? Den Wagen vor mir fährt eine schöne Maid. Wahnsinn. Aber jetzt habe ich den und jetzt, wie kann ich den Wagen jetzt in die Werkstatt? Ah, hier kann ich in die Werkstatt gehen. Dann kann ich den hier anpassen. Schau mal an. Benutzer definiert. Bearbeiten. Kann ich jetzt hier Lacker machen. Wow, wow, wow. Geil, geil. Flipflop, das sieht ja auch verschärft aus, oder Leute? Ich hatte mal Ende der 90er Jahre war ich mal in Miami, ja, da habe ich dann ein T-Shirt gekauft. Das hat sich auch durch Temperaturunterschiede verändert, die Farbe. Das war dunkellila und wurde dann zu rosa irgendwie. Also ganz verschärftes Hemd. Also kannst du sagen, das war ungefähr. Das hatte so einen Ton ungefähr, ja? Ja, so ungefähr hat es einen Ton gehabt, wenn es normal war. Unter den Achselhöhlen zum Beispiel, da wo es warm ist, da war es dann na, so oder so. Ja. Wenn du so gemacht hast, da reingepustet hast, dann war hier dann auch genau die helle Farbe. Oder wenn du es nass gemacht hast, mit kaltem Wasser wurde es noch dunkler. Das war echt verschärft. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Also die Amis, die haben schon verrückte Sachen, gell. Abgefahren. Muss ich direkt mal googeln, hey, ob es das nicht noch gibt. Irgendwo. Das war wirklich verrückt. Und Socken hatte ich auch davon, genau, Socken. Die Sohle war natürlich immer ganz andere Farbe. Jetzt machen wir so, wie ich gerade vorher gesagt habe. Das war beim Lambo, aber ich dachte, beim Ding ist natürlich noch besser, gell? Ist das Gelb besser oder das Gelb besser? Gibt es noch mehr Gelb? Gibt es auch so Neongelb? Das sieht so verschärft aus. Im Prinzip alles auf Neonfarbe machen. Schwarz, Rot, Gelb, Gold. Ist eher Roségold machen wir das da. Ja, Mann. Und Grundfarbe, weißt du geil, was das sein soll. Ach, das Auto, okay. Aha. Cool aus, gell? Das ist mal was anderes. Aber man könnte theoretisch das Fahrzeug auch schwarz lassen. Ja, und es in mattschwarz halt einfach. Oder so, gell? Kommt doch auch ganz gut. Sag ich mal, was die Italiener können, das können wir doch auch, oder?
Also, wie sie es jetzt schwarz machen, ist dann matt. Und so. Abgefahren. Abgefahrene Farbe. Metallic Flipflop. Wow, geil, oder? Kommt das gut? Es sieht ja fast aus wie so, wie die Dings haben heutzutage, die AMGs. Boah, doch, das sieht so scharf aus, oder Leute? Das gefällt mir. Doch, das gefällt mir wirklich. Hammer, Hammer Farbe, Mann. So matt. Rennnummer noch. Wenn wir nach online fahren, dann wäre eine Rennnummer vielleicht gar nicht schlecht. Die sieht auch gut aus. So oder so. Ne, so. So ist doch auch nicht schlecht, gell? Alles passt schon so. Okay, Kennzeichen ist in Ordnung. Aufkleber. Na, Aufkleber kann man nachher noch machen. Das sind also ein paar Sponsoren und so. Aber finde ich ganz cool, ist ganz kreativ. Man konnte ja auch bei Gran Turismo kann man sich auch total ausleben, gell? Da habe ich, was weiß ich, wie viele Designs da gemacht. Also echt, macht richtig Spaß. Da habe ich manchmal stundenlang verbracht, nur an den Dingern da. Nur an den Designs. Das ist ein bisschen blöd. Warum machen Sie da nicht am Anfang die normale Farbe? Wie mache ich das jetzt, das Ding jetzt hier normal? Zur Grundfarbe, weißt du, ich meine? Das finde ich ein bisschen blöd. Dann guck mal da, die Grundfarbe. Wie kriege ich die jetzt hin? Die sollte eigentlich als Standard dann sein. Ja, finde ich. Blöd. Boah, so ein dicker Reifen, gell? Dann sollten die Reifen aber auch kleiner sein, hey, und das Auto tiefer gelegt. Dann wird es wieder passen. Wenn du hier 17 Zoller nimmst, dann müsstest du den gleichen Reifen aber benutzen. Ja, gleicher Querschnitt. Was sind das 50er oder 45, 35? Ich weiß nicht. Das sollte man auch beibehalten. Nicht niedriger, nicht höher als 50 gehen, weil dann werden so Ballons. Aber es macht nichts. Machst du dann kleiner und dann hast du zwar einen großen Abstand zwischen Kotflügel und Rad oder zwischen Lauffläche. Aber dann macht man einfach die Federung weiter runter. Dann kann man es so wieder anpassen. 21 sieht ja schon krass aus. Das ist ja fast schon LKW oder ein Traktorreifen. Also, ja, meines Optik ist das nicht so wirklich. Jetzt gucken wir mal, was da noch gut ist. Ich mag halt die da mit Zentralverschluss. Das ist auch nicht schlecht hier. Das sind mit diesen Luftschaufeln drin. Die kommen aus dem Rennsport. Die haben halt optimale Anströmung der Bremsen. Eine Bremsscheibe. Das sind normale für die Straße, auch sehr coole Felgen. Ich habe die BBS RS, ich weiß nicht, die gibt es da gar nicht. Das sind auch die alten Kreuzspeichen. Mit der angedeuteten großen Mutter in der Mitte. Die BBS. Leider nicht dabei, ne. Ja, die finde ich auch ganz schön, schick hier. Ich habe sie jetzt ganz selten nur in Schwarz gehabt. Okay. Mal zurück. Reifen. Na gut, kannst jetzt hier so. Ah, schau mal. Die Raddinger. Naja. Also, ich hatte ja auch schon echt viele Reifen durchprobiert und ich habe am besten geklebt haben wirklich die Toyos. Ich hatte Toyo drauf, mal solche. Die waren echt super.
Yokohama hatte ich auch mal ganz gute. Aber die Toyos waren vom Grip her super. Leider waren sie halt sehr weich und dementsprechend schnell abgefahren. Aber die waren auch nicht teuer damals. Aber trotzdem, also, ich glaube, ein Huni haben die auch gekostet pro Reifen. Zwischen 80 und 100 Euro. Ja, Mann. Ja, Pirellis. Ja, gell. Ja, das sind sie ja. Guck mal, schön mit ihren Farben. Italienische Farben. Die haben nicht so ein Problem mit ihrem Nationalstolz. Corsa. P7. Okay, nehmen wir die. Jetzt sieht er doch schon ein bisschen sportlicher aus. Das mit den Reifen sieht schon ein bisschen affig aus, aber mein Gott, die drehen sich ja, oder? Meine Stile. Jetzt kann ich den hier speichern, oder wie war das? Wie speichere ich das jetzt da ab? Ah, hier. Hier. Das finde ich ganz gut. Du kannst ja mehrere Sachen machen. Und dann kannst du das immer wieder aufrufen. Ich finde es cool. Oder 959, weil den gibt es ja auch in Rot zum Beispiel. Also das Ding ist die normale Farbe. Hier Showroom, da kann man kaufen. Blöd ist, dass man die. Ah, doch, da kann man sie jetzt angucken, oder? Ach, guck mal, der ist runtergesetzt. Oh, den gibt es für 67, ey. Aber der muss ja zulangen, oder, Leute? Den gibt es heute nämlich günstiger. Angebot des Tages. Ah, den nehmen wir. Ha. Ohne Flachs, Leute. Für den Preis, Junge. Du wirst ja dumm, wenn du nicht kaufst. Das ist fast die Hälfte. Wahnsinn. Allein schon, weil es eine Legende ist, das Fahrzeug. Und allein schon, weil es früher in meinem Kinderzimmer hing. Als ich noch ein Kind war, vor 45 Jahren. Wahnsinn. Na gut, da gab es den noch nicht. Aber da hatte ich was, weiß ich was von Auto. Aber den habe ich auf jeden Fall definitiv in meinem Jugendzimmer gehabt. Wie fast jeder damals in dem Alter. Es war einfach das super, super, super Fahrzeug jener Zeit. Das Ende der 80er oder so war das, glaube ich, das Ding. Ah, wunderschönes Fahrzeug. Wahnsinn, brachiales Gerät damals. Genauso der 959, die waren zusammen. Das waren damals die Hypercars im Prinzip. Und ich sage ja, das war die obere Ende der Fahnenstange von den Autos. Da gab es nicht mehr arg viel drüber von Preisen. Heute ist es utopisch, was die teils aufrufen für Autos. Da fängt es ja erst an heute bei den guten Autos. Bei einer halben Million. Das ist ja das Verrückte, gell? Aber damals war es wirklich schon das obere Ende fast. Und heute ist alles so unverschämt teuer geworden. Es ist wirklich kein Spaß mehr. Ha, es macht keinen Spaß mehr heute, wirklich. Gib mir die Uhren weiter. Damals, ich habe meine erste Roli habe ich gekauft 2004. Also schon lange her. Da habe ich, weiß nicht, ich glaube 9000 Mal gezahlt damals. Für eine Daytona. Und heute? Heute kosten die, glaube ich, 12.000 Liste und Marktpreis. Also kriegen tust unter 20 gar nichts. Ist wirklich verrückt. Die haben einfach mal alles von D-Mark, haben sie verdoppelt. Einfach mal geschwind, alles verdoppelt. Ja. Hammer. Das hätten sie anders nie durchgekriegt ohne den Euro. Leute, einfach alles verdoppeln, hey, da wären ja die auf Barrikaden gegangen. Und so konnten sie schön das über die Hintertür machen. Ach, guck mal, vorne drin. Was schön, das Geile, der hat diese Vierradlenkung. Oder diese Hinterradlenkung. Boah, die Schaltung ist ein bisschen komisch eingestellt bei dem. Das ist mir schon oft aufgefallen. Der fährt viel, viel zu weit in den Begrenzer rein. Und dann bleibt er da auch eine Weile, jetzt, anstatt er zu schalten, tu also schalten tut. Guck mal, was für eine Lücke die mir offen lassen hier. Ihr seid die Oberrennfahrer, du. Das ist Rennfahrer Biberle. Guck mal, wo die sind. Das sind so Schleicher. Oh, Turbo.
Hörst du, wie ab, er ab, ab, ab lässt, sie da in Druck. Der erste Carrera, wo ich jemals ein Turbo hatte. Das gab es noch nie. Leider wird jeder Porsche jetzt ein Turbo sein. Diese blöden ganzen Umweltbestimmungen da. Hubraum senken und Turbo. Drehzahl rein, also am besten noch mehr Sprit verblasen. Das einzige Positive, was ich gehört habe, ist, dass der neue GT3, dass das ein Sauger ist. Ich habe gedacht, ich träume. Habe ich gar nicht geglaubt am Anfang. Da könnten sie sich wohl durchsetzen. Gott sei Dank. GT3 ist ein Sauger. Also gehe ich mal davon aus, dass der RS dann auch ein Sauger sein wird. Und der GT2 halt ein Turbo, klar. Das ist schon wenigstens mal ein bisschen ein Trost. Obwohl ich so ein Auto natürlich nie haben werde, aber trotzdem, für Porsche finde ich es gut, für die Leute. Die haben mir damals schon echt in den Hals gekriegt, wo sie Wasserkühlung eingeführt haben. Die Porsche, die alteingesessenen Porsche-Besitzer sind da echt eigen. Die mögen nicht so arg Veränderungen. Vor allem nicht die Grundsachen von ganz früher, wo schon immer so waren. Porsche 911, oder kann man ja immer noch die Grundform erkennen. Und dass sie ursprünglich vom Käfer abstammt. Das ist schon krass. Wie ein plattgedrückter Käfer in grob. Kugel-Porsche war der Käfer dann. Auch die Bauart hinten im Heckmotor. Sicher, dass das der gleiche Erfinder war, das gleiche Familie. Wenn du den ganz alten und den ganz neuen nebeneinander stellst, dann sieht man immer noch sehr viele Ähnlichkeiten. Und das finde ich halt das Coole. Das ist so eine richtige Design-Ikone. Bei einer Rolex Submariner habe ich das auch schon festgestellt. Die wurde nur immer ein bisschen verändert. Aber im Grund sehen sie alle gleich aus noch. Du erkennst sie sofort. Das finde ich echt schön, dass man sich da treu bleibt. Und an dieses Heck habe ich mich auch schon inzwischen gewöhnt. Ist ja auch der erste Elfer, Straßenelfer, wo verschiedene große Reifen hat oder Räder hat. Die hinteren sind größer als vorne. Die Felgen, schon cool, so höher. Und zwar immer bloß die Hinterreifen breiter als die vorderen, aber jetzt sind auch die Räder größer. Finde ich cool. So, jetzt gucken wir mal schön, was die Carrier macht. Bin echt gespannt, wenn ich die PS5 aufbauen werde, mal demnächst und die PS4-Spiele reinmache, wie das dann mit den Ladezeiten ist. Gerade bei Days Gone oder so, was ja extreme Ladezeiten hat, müsste es eigentlich richtig gut gehen. Das wäre ja eine coole Sache. Das würde ich es echt vielleicht nochmal machen. Okay. Man muss 11.000 muss ich da zahlen, ey. Dass ich das untere voll aufmachen kann. Außer ich mache die ganzen Dinger voll. Aber das ist echt so schwer. 5 Sektoren in Folge. Ich darf den Wagen benutzen, oder? Ja. Ich habe nur einen Controller. Ich habe mir schon überlegt, nachher mal den rauszuholen, aber nebeneinander. Ich bin echt interessiert, wie der Größenunterschied ist von den Controllern nebeneinander. Ob der auch größer ist wie die Konsole. Das ist ja ein riesen Oschi, gell?
Also, wo ich die abgeholt habe letzten Freitag, habe ich echt gedacht, Junge, was ist das für ein Koffer? Auch schwer. Und dann rausgeholt, massives Teil, richtig groß. Muss ich erst mal gucken, wo ich die hinstelle. So wie jetzt bei mir das eingerichtet ist, passt die da nicht hin. Hammerhart. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den nächsten Mal einen Stream mache vom PC aus und das mal ein bisschen genauer beleuchte, weil so viele Leute haben die bis jetzt noch nicht gesehen. Irgendwann die Tage mal die Konsole mal ein bisschen in Augenschein nehmen am Computer. Also bei mir drüben im Büro mit der anderen Kamera und so. Und auch mal vergleichen mit den anderen, mit der anderen Konsole, von der Größe und so. Und auch wie gesagt, die Controller, ob die hier sind größemäßig, ob da großen Unterschied ist, wenn die nebeneinander sind. Und vom Gewicht und so, das interessiert mich schon. Mal schauen. Ah, Porsche kommt halt immer gut weg, gell? Aber er halt auch. Aber das heißt, der Motor halt direkt auf der Hinterachse sitzt, ist halt natürlich sehr von Vorteil. Boah, leck mich im Arsch, ist das eng, aber du musst halt irgendwie ein bisschen durchquetschen. Anders geht's nicht. Oder? Was muss ich 8 Kurven schaffen oder was? Siehst du, merkst du, wie leicht der den Gang rausdreht? Das ist echt verrückt. Wenn ich nicht selber manuell dazu schalten tue, dann dreht er den raus. Siehst du, wie hier und fährt dann im Begrenzer rum, bis er mal endlich mal zurückschaltet oder hochschaltet. Hier auch wieder. Merkt im vierten Gang bis zum Begrenzer. Ach, die Sektoren müssen perfekt sein, nicht die Kurven. Naja, das war dann bis hierher nicht der Fall. Das ist echt blöd mit der Schaltung von dem Auto. Man konnte echt, dachte ich, bin vorbeigefahren an dem Ding. Dachte ich mal wieder. Hab ich gemerkt? Und dann schaltet er erst. Beim vierten ist es genauso. Schnaubt Ja, leider. Es wird wahrscheinlich in Zukunft überall so sein. Ich glaube, Mercedes legt auch viel mehr auf Turbo jetzt. Alle werden jetzt Turbos kriegen. Oh, guck mal, wie nass da ist auf einmal. Bodennebel, du. Wahnsinn, ey, wie es auf einmal nass wurde. Boah. Und da haben sie geschwind die Straßen geflutet. Mehr regnen tut es ja nicht. Ja, schön rutschig hier, Freunde. Merkt ihr, wie lange der dreht? Ich guck mal schön kurz in Wiederholung rein.
Das ist halt das Schöne hier, wie immer. Ich kann es nur betonen, hey, dass man hier während dem Spiel ins Replay kann. Einfach toll. Guck mal, da ist die Straße noch furze trocken. Die Lackierung. Guck mal, da, wie das aussieht da oben. Krass. Boah, das sieht aus wie die matte Lackierung vom GTR Mercedes oder so. Der Gang wieder ewig dauert, bis er schaltet. Echt schön. Und gefällt der hintere Radlauf, also hintere Radlauf. Finde ich, sieht geil aus. Richtig schön wuchtig und so. Nur das Heck gefällt mir immer besser. Was meint ihr dazu? Geil, gell? Ist doch ein schönes Wegele. Ich dachte immer, der 991er ist der schönste Elfer bisher, aber jetzt die schaffen sie einfach immer wieder, noch einen geileren rauszubringen. Ist wirklich verrückt. Absolute Schönheit. Guck mal, wie es da die Suppe steht, ey. Wie da die Suppe steht, ist der Wahnsinn. Wirklich nur einmal rein und komplett nur auf diese Aufgaben hinfahren. Und wenn ich ganz hinten fahre, hinter dem ganzen Dross oder hinter dem ganzen Pulk, damit ich meine Ruhe habe, ich muss ja nicht schnell fahren, ich muss ja nur sauber fahren. Und wenn ich dazu die Ideallinie einschalten muss, damit er wirklich zufrieden ist. Aber jetzt waren alle Kurven gut. Sieben von sieben, das ist schon ganz gut. Ich finde das Geschwindigkeitsverhältnis zur wie soll ich sagen? Vom Gefühl zur Geschwindigkeit haben sie sich sehr gut umgesetzt. Also man empfindet die Geschwindigkeit so, wie sie auch wirklich von der Geschwindigkeit her ist. Was manchmal ist beim Assetto Corsa kommt mir es immer ein bisschen zu langsam vor, vom Gefühl. Das Auto fährt also langsamer als der Tacho anzeigt, so vom Gefühl her. Und hier passt es, finde ich. Deswegen kann man hier auch gut die Abstände abschätzen zur Kurve. Brauchst du hier keine Linien, Hilfslinien und so. Im echten Auto braucht man das ja auch nicht, dass man weiß, wann man bremsen muss. Und so ist es hier genauso. Sehr gut abzuschätzen. Jetzt könnten sie mal wieder ein bisschen hier trocken machen. In England regnet es eh viel, gell? Da kann sein, hey, kommt der Wolkenbruch runter, hoch 10. Ich habe glaube keine Traktionskontrolle drin. Von dem her ist es schon ein bisschen tricky.
Regen. Aber das ist bei dem Spiel auch ziemlich gut eingestellt. Man kann sehr gefühlvoll mit dem Gas fahren. Ach, guck mal, wer da vorne ist. Sollen wir da noch einen demütigen und überholen kurz vor der Linie? Congratulations, you won it by a mile. Great driving. He won it by a mile, ja. Meilen Vorsprung, meint er. Boah, guck mal! Ja, geil! Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, dass wir das bestanden haben. Ich habe nur mitgekriegt, dass 7 perfekte Kurven dabei waren. Boah, geil. Das baut mich jetzt auf, ey. Ohne Witz, Leute. Coole Sache. Guck mal, jetzt reckt er wieder seinen Arm hoch. Aber wie, gell? Böse Zungen würden da gleich wieder was anderes interpretieren. Guck mal an, du. Guck da um sich. Ob es jemand sieht. 19.000 gibt es dafür. Ist schon mal nicht schlecht. Ich habe gerade eben einen Ferrari F40 gekauft im Sonderpreis für 60.000 oder 67.000. War heute im Top-Angebot. Da gibt es jeden Tag ein Auto im Angebot. Das ist das erste, wo ich mir bis jetzt zugesagt hat. Echt schönes Fahrzeug. So, schauen wir mal, was geht hier heute. Super. Guck mal, es ist offen, Leute. Krass. Und ich hätte gerade 11.000 latzen müssen, damit das Ding aufgeht. Ist das hart, ey. Mal schön kurz rausgehen. Ich mag schon gucken, ob da heute mehr los ist. Gestern war nämlich hier nicht viel los im Multiplayer. Dann fahre ich mit einem, der fährt raus, ein paar Mal dreht sich und dann ist er gleich ausgestiegen wieder aus dem Rennen. Ich mag sowas nicht, wenn die Leute dann aussteigen. Dann fährt man doch weiter zu einem Anstand halt, oder? Und gönnt dann einen Sieg dem anderen. Aber so, wenn du alleine dann fährst, dann ist doch langweilig. Wenn man gleich mal aussteigt, wenn man sich mal dreht, hey. Ein Rennen ist lang. Das ist echt unfair. Und die Leute haben halt echt irgendwie keinen Durchsetzungsvermögen mehr. Oder keine Augen, keine Geduld. Kein Kampfgeist. Man steigt doch nicht einfach gleich aus. Wenn ich jedes Mal ausgestiegen wäre, wenn es mich mal von der Strecke drehte, dann hätte ich ja nie ein Rennen fast zu Ende gefahren. Und dann hat er sich gedreht vor mir und ich bin in ihn reingefahren. Ich konnte nicht mehr ausweichen, klar, denn es ist direkt vor mir gedreht. Und dann habe ich ein Downsizing gekriegt von meiner License. Also die Rennlizenz wurde bei mir runtergestuft, wo du eigentlich gar keine Schuld hast. Das ist echt nervig. So ist es halt, gell, Leute? Was die als für Funktionen hier haben oder keine gefunden. Siehst du mal, wieder nichts gefunden. Mal rein. Gestern muss ich auch zweimal schauen. Oder sogar mehrfach. Find mal was, Mensch. Ich habe gestern alles genommen, was ging. Hauptsache, ich konnte online mitmachen. Sieht schlecht aus. Gucken wir nachher nochmal. Immer wieder mal. Ich will halt nur Multiplayer machen. Man möchte sich ja mit anderen messen, irgendwie. Was ist denn das da hier? Heiße Runde. Ah, das finde ich auch so langweilig. Heiße Runde. Ah, das war ja was anderes. Küstenroute. Komm, das könnten wir auch mal probieren.
Sektor 2 in weniger als 3 Minuten. Also geht es nur um Sektor 2. Da muss ich darauf aufpassen, wo der Sektor 2 anfängt. Ein bisschen auf die Karte schauen. Ist schon schön da, gell? Ich bin da schon gefahren tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das das war hier. Aber ein paar Brücken waren da schon und Nizza, Cannes und so. Ist schon echt schön da. Damals mit dem Motorrad dort gefahren. Da war ich so Mitte, Ende 20. Ja, schon halbe Ewigkeit her, obwohl es mir gar nicht so lange hervorkommt. Schon verrückt. Irgendwie je älter man wird, desto schneller geht die Zeit rum, Leute. Deswegen nutzt, was ihr nutzen machen wollt und verschiebt es nicht. Ich habe so viel auf später verschoben. Und jetzt ist es später und ich habe es immer noch nicht gemacht. Auch mit Anlegen und so. Sachen, wo wir längere Laufzeit haben. Auch relativ früh anlegen. Nicht so wie ich jetzt auch. Ich brauche jetzt nichts mehr anlegen, hey, auf 20 Jahre oder so, dann bin ich steinalt, hey, dann brauche ich das nicht mehr. Uah, leg mich am Arsch. Das war wohl der Randstein, ne? Da haben wir schöne BBS kaputt gemacht. Junge, das ist ja echt krass hier. In der City. Hier merkt man auch wieder deutlich, wie der seine Gänge nicht wechselt. Da muss ich echt selber schalten. Die Mülltonne hier. Steht sie noch, ja. Na, gestern sind die alle durch die Gegend geflogen vor mir. Ich dachte, was ist denn das? Ich dachte, das sind Telefonzellen. Wie im Kreisverkehr. Boah, die sind einfach nur genial. Ich weiß noch, ich war 95 in Lloret de Mar mit dem Auto und in Rosas. Und da habe ich diese Kreisverkehr-Dinger gesehen und dachte, warum haben wir sowas nicht? Und dann, ein paar Jahre später, kamen die auch zu uns. Vielleicht war da einer von den Planungsministern auch da unten und hat es gesehen. Für die heutigen Leute ist es ganz normal. Diese Dinger, aber es war wirklich Katastrophe früher ohne die. Und wenn man sich heute so nervt über die, dann wissen die nicht, wie es vorher war. Überall waren Ampeln, ständig Ampeln und so. Überall Stau. Du darfst ja normal nur 80 fahren, oder? Auf der Autobahn, bei so einer Verengung. Das ist ja sogar manchmal sogar nur 60. Gucken, wann der zweite Sektor anfängt, der ist interessanter. Runde ungültig, wahrscheinlich die ganze Runde, oder? Bäh, ist das ätzend, ey. Sag mal, wenn du einen Bock machst, warst du es schon. Ich genauso, wenn du die schnellen Runden fahren musst. Und wenn du hier nur auf deiner Straßenseite fahren willst, wie es halt im echten Leben machst, dann ist das echt schwierig. Ist halt keine Rennstrecke, so eine Straße. Jetzt kommt S1. Ja. Ich bin doch jetzt in S1, oder nicht? Komisch.
mal, 19 Kurven erst. Und habe ich nur 19 perfekt gefahren wahrscheinlich. Wir sind schon viel weiter. Ups. Boah, leck mich am Arsch, das war echt knapp. Dass er die Karre da abhebt, hey, das muss ich halt auch schon mal wissen. Ist nichts mehr mit Lenken. Nicht das Gefährliche, wenn du die Strecke nicht kennst. Hier bei mir im Umkreis von meinem Wohnort, da kenne ich auch jede Straße in- und auswendig. Da kenne ich echt eigentlich fast jedes Schlagloch und jedes Bodenwelle, also Bodenwelle oder Loch im Boden. Wirklich. Ich habe früher mal eine private, so gesehene Rennstrecke. Im Motorrad und im Auto. Um einmal rings einmal so eine Runde um mein Nest rum. Genau, jetzt kommt hier ein Schlagloch oder hier eine Bodenwelle oder hier zwei verschiedene Fahrbahnbeläge oder so. Das weiß man dann alles irgendwann. Da ist wieder irgendein Spannerhubschrauber. Ein RTL. Ach du Scheiße. Ein so blöder Fehler, weil es auf einmal nicht die Kurve so zumacht. Jetzt habe ich eh schon ein paar Dallen im Auto. Kotzen. Guck mal, der Zusammenstoß. Ja. Leicht rankommst. Also manchmal sind die schon sehr pingelig. Das war ja im vorigen Roadcheck-Cars auch so scheiße, gell? Damn! Einen Moment. Da. Naja, zumindest die saubere Überholmanöver habe ich geschafft. Mal kurz reingucken im Ding. Uldi.
Was ist das für ein Wetter, ey? Auch was für eine Strecke. Ätzend. Warum eigentlich nicht mehr nur ein Gegner? Die Strecke, ich kenne die halt so gut wie nicht, gell? Boah, der hat jetzt bestimmt schön Freude an meinem Triff da hinten. Der freut sich sicherlich an meinem Wheelspin. Hat er wahrscheinlich schon ein paar Runden gefahren auf der Strecke, weil sonst besucht man sich ja die Strecke nicht aus. Junge, böse trifft hier. Wir haben halt keine Traktionskontrolle drin, wie gesagt. Der äußerste Rille, sieht ihr, der zieht auch einen schwarzen nach dem anderen hin. Problem ist, ich kenne die Strecke nicht. Und der hat es bestimmt sich die vorher ausgesucht, weil er sie kennt. Immer noch Schleife machen mit mir. Aber aufgeben tue ich natürlich nicht. Auto konnte ich auch nicht einstellen hier, das ist auch blöd, gell? Der kann sein bestimmt einstellen, wenn das lang keiner da ist. Hat er die Zeit. Das ist ein bisschen doof. Ich muss den jetzt so nehmen. Ich habe so einen extremen Drift, das ist das Problem bei mir, Leute. Mein Wagen, der driftet so extrem gleich. Wenn ich keine Traktionskontrolle drin habe. Keine, gar nichts. Siehst du? Der haut mir sofort hinten das Heck ab. Dann muss ich natürlich vom Gas runter, sonst komme ich überhaupt nicht weg von der Stelle.
das geht nicht. Scheiße, echt. Ich könnte jetzt zwar umschalten, könnte die Traktionskontrolle jetzt reinmachen, aber dann müsste ich mega noch mehr Zeit verlieren. Alle stinken irgendwie. Das ist das einzige Multiplayer-Spiel gewesen gerade. Und dann auf der Strecke, wo ich nicht kenne. Keine Ahnung, wie weit ich da fahren kann. Dass ich bremsen muss. Ich weiß es nicht. Deswegen gibt es ja vor jedem Rennen immer Training-Sessions, dass die Fahrer, wo es nicht kennen, sich auf die Strecke einstellen können. Aber hier hast du nichts. Ich habe keine Möglichkeit zum Testen hier. Und gerade die Rennen, wo ich nie fahre, also die Strecke, weil die einfach scheiße ist. Schon bei Project Cars 2 habe ich die gehasst. Hier habe ich die noch nie gefahren, seit ich das Spiel habe. Andersrum, in die andere Richtung wäre es ja noch ganz okay, Bergrennen oder so. Ich frage mich echt, wie kann man sich so eine Strecke raussuchen? Der musste ja wirklich können, der weiß genau, wie die funzt, weil sonst sucht man sich nicht die aus. Das ist wirklich ein Hin und Her und... Ich hoffe, man hat nicht 50 Runden eingestellt oder so. Weil nie einer mit ihm spielt oder so. Ey, das ist echt... Ach man, ja. Das ist echt nervig, Leute. Das Auto habe ich eigentlich auch noch nie genommen. Aber der LaFerrari ist noch schlimmer zu fahren, finde ich jetzt. Zumindest im alten Spiel, im Project Car 2. Na Gott sei Dank. Na immerhin Zweiter, ha? What a shit on a track. Sein Auto ist schon weg. Mit dem das Finanzamt geholt. Birnau. Mal kurz warm. Jo. Ätzend, ey. Was für eine Kackstrecke. Ja, warte mal, ich habe einen Fehler gemacht. Guck mal die Strecken an, ey, die ist doch kacke. Was ist denn das? Kann ich ja vergessen. Regen und Piss, da kann ich ja keine
Vergleichsmöglichkeiten. Wie schifft es denn da jetzt? So, okay. Ich habe nicht geguckt, wie dem seine Zeit war, die Rundenzeit. Das würde mich echt interessieren, ey. Was ist da jetzt Abend, Mann? Ah ja, guck mal, wie der hochspult. Ah Junge, dann machst du ja jeden Platz. Ah ja, guck mal, Junge, der geht ganz anders ab. Guck mal, wie schnell der auf 200 ist. Der hätte ich den nicht mehr vorbeigelassen, den Typ. Wenn ich am Start vorne bin, dann lasse ich den nicht mehr vorbei. So wie der gerade. Aber auch wenn er auf dem Ferrari ist. Jetzt weiß ich die Strecke auch einigermaßen. Die haben es ja übertrieben gut gemacht, ey. So gut liegt er nicht normalerweise. Zumindest bei ProCheckr 2 war der nicht gut. Aber vielleicht hat er jetzt Slicks drauf. Habe ich auch so einen Driftkoffer. Leichter zu fahren, Leute, ohne Witze, hätte ich bloß den auch genommen. Gerade bei dem Multiplayer. Vor allem beschleunigt er viel stärker. Nur wie du den driften kannst, wie du dann hier den Drift kontrollierst. Du kannst richtig schön durchbraten, ey, durch die Kurven. Muss ich gerade Multiplayer mitfahren, bei der Strecke. Die Strecke kenne ich überhaupt nicht. Da bin ich böse eingegangen. Wurde zwar nur Zweiter, weil es nur zwei waren. Und das war mein Gegner. Das teste ich gerade. Also der hat es echt gut gewählt, das Auto.
Rauchwerk. Cool. Macht Spaß auf jeden Fall, Leute. Mit dem Kfz hier durchpesen. Sieht geil aus, vor allem die Bremsen, gell? Das sieht cool aus. Findest du nicht? Ich weiß die Bremspunkte halt leider nicht. Die müsste ich halt erstmal rausfahren. Das war auch gerade das Problem beim Rennen, weil ich die Strecke halt überhaupt nicht kenne. Und der Wagen ist super zu kontrollieren, auch im Drift. Drift sollte man eigentlich vermeiden, das kostet ja Zeit. Auch wenn es geil aussieht und Spaß macht. Ohne Driften, ha? Wo es Driften ja, wie gesagt, echt Spaß macht. Mal versuchen, ohne Driften durchzufahren. Das wird mir einiges an Zeit ausmachen. Hier sieht man so schlecht, da muss man echt aufpassen, wie ein Luchs. Wenn man nicht weiß, was da oben ist, wenn man da zu schnell hochfährt, verbremst man es oben nicht mehr. Von der Final Lap war das, ja. Muss man schon schauen. Schauen wir mal schön, wie das der Unterschied ist zwischen eben, wo ich im Prinzip eigentlich durchgedriftet bin, jetzt zu dem. Na gut, da hinten hat Qualms noch. Das war wahrscheinlich noch von der Vorrunde. Start und Ziel, oder? Boah, geil sieht das aus, gell? Guck mal, wie cool das aussieht, ey. Die Feuerspiele. Hat was. Wie sau schnell das Ding ist. Hat eben nur die vorderen gebremst, also vorderen gebrannt, also geglüht. Die hinteren haben angetrieben haben. Die werden ziemlich lang glühend, ey. Und normalerweise, die sieht man wahrscheinlich, bestimmte Stufen von Glühen sieht man nicht mehr normal im Tageslicht. Nur nachts.
Tagsüber würden die nicht so hell glühen oder nicht glühen. Wenn es zu hell ist, sieht man es nicht. Ah ja, guck mal, das ist schon ganz anders. Gerade eben hat es nur an jeder Kurve gequalmt und geraucht. Und die Rundenzeit wird wahrscheinlich auch ein ganz schöner Unterschied da sein. Bin ich mir fast sicher. Guck mal, ist fast schon Weißglut. Ey. Also knapp 1000 Grad würden die schon haben. Da gibt es so eine Temperaturskala anhand von der Farbe. Das betrifft auf Metall, das sind ja Keramikbremsen oder so, aber bei Metall kann man an der Farbe ablesen, wie viel Grad es hat. Das ist vom Schmieden, habe ich das damals gelernt, bei meiner Ausbildung zum Mechaniker. Da konnte man eine Schmiedetemperatur, konnte man sehen, wie warm das Werkstückchen noch ist. Wenn es so dunkelblau ist, dann sind es meistens so 500, 600 Grad. Fantastic, great win. You nailed it today. Brilliant driving. Und da haben wir echt oft unseren Klassenkameraden haben wir da verarscht oder so. Da haben wir so ein Werkstückchen, ein heißes, hingelegt, wo nicht mehr glüht und haben dann gesagt, ist das deins? Und dann ist der hingegangen, hat es hochgenommen mit der Finger, weil es nicht mehr geglüht hat und dann habe ich natürlich Saugnäpfe da drin. Aha. Ja, schon fies. Haben sie bei mir auch gemacht. Naja, das waren so die Streiche in der Berufsschule. Die Zeiten irgendwo, habe ich die jetzt übersehen. 100. Podestplatzierung. Also der Wagen ist echt gut zu kontrollieren. Da kann man nicht meckern. Sehr gutes Fahrzeug. Besser zu fahren als im vorigen Spiel. Leben A-Kurs, kurz machen, noch einen Test machen und dann probieren wir noch mal, ob es Multiplayer gibt. Na, leider ist hier nicht so viel los mit Multiplayer. Wie spät haben wir denn? Naja, vielleicht schon wieder zu spät, wer weiß. Ey. Ich bin angefangen, 9.40 Uhr, ich glaube 9.45 Uhr. Jetzt sind wir Viertel nach 11. Eineinhalb Stunden. Ich spiele noch ein bisschen Resident Evil Raid Modus, wenn ihr Bock habt. Das wird bestimmt noch eine Weile gehen heute Nacht. Wer auch so ein Nachtmensch ist. Gerne auch im Team, wenn irgendjemand von euch ein Audiospiel hat und Bock hat, kann gern mitmachen. Ein Duett zu zweit. Wir suchen auch für Dying Light, nicht Dying Light, für Dead Island noch einen dritten oder vierten Mann. Wir wollen das unbedingt mal durchprobieren im Koop-Modus, also zu viert. Megadreher, aber guck mal, wie geil der Qualm ist. Auch hier von Scheinwerfern wieder. Das war ja beim Project Car 2, haben sie den ganzen Rauch weggenommen, Leute. Ohne Witz, den ganzen Spaß haben die genommen. Das war super, super geil. Moment. Hallo, mein Lieber. Gerade eben bin ich aufs Thema Dead Island gekommen. Und wieder wie man sagt, wenn man vom Teufel spricht, ne? Kennst du das Sprichwort, ja, gell?
Gerade eben, du. Wie gesagt, wir suchen noch jemanden, einen vierten Mann oder so. Und wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut? Wie soll ich sagen? Im PlayStation-Ding haben wir uns auch verknüpft jetzt, gell? Oder? Warst du das? Ich habe gestern ein paar Freundschaftsanfragen angenommen, habe dann die angeschrieben. Ich wusste aber nicht genau, wer ist. Dann haben sie alle andere Namen, die Leute. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt guckt mal, wie geil das Ding qualmt, Leute. Da raucht's, ey. Ja, freut mich zu hören. Ja, bei mir auch alles okay. Habe halt ein bisschen Buchhaltung und so gemacht, deswegen habe ich ziemlich spät erst angefangen heute. Muss auch mal sein. Ich wollte vorher nachher mal hier meinen Controllers, weißt du, ich wollte die mal testen, vergleichen, weißt du? Von der Größe da, wie das ist, weißt du? Ich werde morgen wahrscheinlich mal einen Stream machen aus dem Büro. Mal ein bisschen auf das ganze Ding eingehen. Ja, gell? Bloß ich weiß ja immer nicht, wer da wer ist, weil die heißen sie alle anders, die Leute. Bin ich gerade mit dem Monster da unterwegs. Die ist ja wirklich eine Nebelmaschine. Gerade eben habe ich Multiplayer teilgenommen. Und der Gegner hatte so ein Auto. Und ich war mit einem Porsche und ich kannte die Strecke nicht. BRNO, Brno oder so heißt die. Ich kenne die Strecke nicht, habe ich voll versagt. Und dann bin ich die Strecke mit dem Auto auch mal gefahren und habe gedacht, kein Wunder hatte der so leicht. Das Auto ist super zu fahren. Der ist wirklich super zu fahren und zu kontrollieren. Selbst im Drift ist der geil. Guck mal, ey. Guck mal, den kann ich komplett im Drift rumlassen. Macht echt Bock. Ja, genau. Das dachte ich mir fast. Ich glaube, 6 oder 7 Freundschaftsanfragen. Krass, ich habe Langeweile nicht mehr reingeguckt, weißt du? Und ich habe auch diese ganzen Nachrichten-Dinger, habe ich alle deaktiviert, die Mitteilungen. Als bei mir in der Party-Chat immer gesponnen hat, dauernd Meldungen kamen, dann habe ich alles ausgeschalten. Aber es hat auch nichts gebracht. Die Meldung kam trotzdem weiterhin. Boah, Mann, Leute, guck mal, wie geil das kommt, wenn der. Die Bremsscheiben so glühen. Was bin ich jetzt in der Last Round oder was? Okay, ich kann nochmal in Multiplayer reingucken. Da ist nicht viel los heute. Gestern auch, weißt du, dann bin ich da im Multiplayer und dann haben der Gegner sich gedreht und dann. Ist er rausgegangen, weißt du, aus dem Spiel. Voll Stier, ey. Also ich fahre das Rennen trotzdem zu Ende. Und dachte, da fehlt wieder der Kampfgeist bei den Leuten, du. Sind die, wo dann auch muss, Mensch, ärgere dich, Brett wegschmeißen wahrscheinlich. Ich gewinne auch gerne, aber nur durchs Verlieren lernt man. Ich hoffe jetzt mal, der Wagen ist frei gleich beim Multiplayer. Ich kann den da auswählen. Genau. Ah, okay, ja, ich hab ein bisschen mehr. Aber es kommt nur von meiner Rainbow Six Siege Zeit, da habe ich sehr viele Leute gekannt, oder? Weißt du, wie ich meine? Da waren es echt sehr, sehr viele. Und du hast immer 5er Konstellationen gehabt und da waren es gleich über 100. Ja. Nur wenn man so einen Arm hochreckt.
Da muss ich jedes Mal schmunzeln, wenn ich das sehe, du. So, schauen wir mal, ob da jetzt was geht. Multiplayer. Ja, das Resident Evil, das werde ich nachher wahrscheinlich noch eine Runde spielen. Du hast das nicht, gell? Leider. Du schon sei leid, haben wir gestern irgendwas geredet. Ich habe nicht mitgekriegt, ob du das Spiel dann hast. Das Revelation 2 oder so. Macht aber echt Spaß zu zweit. Der hat mich ja gestern einfach nur während ich gespielt habe, angesprochen und ob ich mitspielen kann und so. Und sage, ja, warum nicht? Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt im Multiplayer geht oder im Koop-Modus, weißt du? War schon geil. Jeden Fall Bock gemacht. Das ist echt komisch hier mit dieser Zählweise bei dem Twitch, gell? Da habe ich 10 Zuschauer und dann springt er einmal wieder von 10 auf 4 runter. Wie wenn dann gleichzeitig 6 gehen würden, weißt du? Wie abgesprochen, so, oh, komm, wir gehen jetzt alle 6 raus und dann kommen wieder 6 auf einmal rein. Das ist schon merkwürdig. Ich verstehe das Ganze nicht so ganz. Ich blick da nicht durch, ey. Ah, guck mal, sowas. Oh ja, klar. Die Sonic-Karre hier, was ist das für eine Strecke, du? Shanghai, oh mein Gott. Das ist wieder so eine Strecke, wo ich überhaupt nicht kenne, aber mein Gott, scheißegal, ich nehme, was ich krieg. Weißt du, wie ich meine? Ich nehme, was ich kriege, ey. Dinger sind auch echt übel zu fahren. Ich habe nicht, hatte was, damals nur Teil 5 im Kork gespielt, schon ein paar Jahre her. Ah, okay. Ja, das ist ein uraltes Game, das habe ich auch schon ewig. Ist echt krass, die Zählweise. Dann habe ich hier insgesamt 220 Aufrufe gehabt. Dann kommt 10 rein und dann zählt es nur als 1. Von 219 auf 220. Boah, leco mio. Dann lassen wir mal vorfahren da. Der weiß wahrscheinlich eher die Strecke, wenn er das aussucht, das Rennen. Ich muss echt mehr Rennen fahren, damit ich ein bisschen die Strecken kennenlerne. Weißt du, und dann oft fahre ich, bin ich dann Erster manchmal, weißt du? Und dann steigen sie einfach aus hinten, ey. Das nervt wohl. Weißt du, lass mich mal meinen Triumph genießen, ey. Hier sind sie hinten, steigen sie aus. Was sind das für Lullis? Gutes Auto hier, das bin ich auch nicht gewohnt, aber gewöhnen kann man sich an alles. Oh, ich dachte, da geht es geradeaus weiter. Aber die Strecke kenne ich nur von der anderen Richtung, glaube ich. Oh, Junge, das ist hier eine Haarnadel. Das sollen wir auch mal wissen, du.
Das Problem ist halt, ich fahre immer meistens nur die gleichen Strecken, weißt du? Deswegen, dann müssen wir hier ein bisschen angeschissen. Ich denke, warum suchen die sich so komische Strecken aus? Bestimmt, weil sie die gut kennen, oder? Die nehmen bestimmt keine, wo sie nicht kennen, und wählen die aus. Das ist wie wenn ich Nürburgring immer nehmen würde. Oder Nordschleife. Weißt du, wenn du weißt, wie die geht, dann kannst du natürlich schon viel besser planen im Kopf, wie du die nächsten Kurven an. Jetzt weiß ich, dass hier eine Haarnadel ist, da fahre ich schon ganz anders rein. Oh, das ist auch so doof da, was soll das hier? Weißt du, jetzt nach dem Rennen, da sollte dann mal nochmal neu anfangen. Das finde ich immer gut, wenn man Multiplayer macht mit ein paar Hotlaps, weißt du, als Qualifikation. Dann hat man wenigstens ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Übungsrunden, dass man sich ein bisschen an die Strecke gewöhnen kann. Da hat man wenigstens ein bisschen Chance. Ansonsten bin ich echt chancenlos. Und dann auch noch mit dem Auto, wo du nicht kennst. Wie so eine Lotterie. Normalerweise steige ich dann immer gleich aus, aber wenn ich die Strecke nicht kenne und so, weißt du. Aber beim Project Car spielen so wenig Leute Multiplayer, da kannst du dir nicht wünschen irgendwas. Du musst nehmen, wie es kommt. Naja. Egal, krieg ja Bonuszeiten oder Bonus. Wenn du Multiplayer fährst, ist ganz gut. Ja, so muss man die nehmen. Sau blöd, diese Schikanen da. Das Ding hat ja null Abtrieb hinten, gell? Also ich sag immer, wer die Autos damals gefahren ist, das waren mal irre, oder? Das waren wirklich irre Fahrer. Die saßen auf 200 Liter Sprit, Metallauto, also wenn du da einen Unfall machst, wirst du tödlichst eingeklemmt. Und dann guckst du die Räder an, so Salami-Räder drauf. Das ist schon krass. Aber ich kriege trotzdem Punkte, oder? Das macht schon Spaß. Selbst wenn du Zweiter wirst. Also die Siegerehrung ist schon ein bisschen lulli-mäßig. Ich würde mir gerne gegen mehr fahren, immer bloß gegen zwei, also gegen einen, das ist ein bisschen jetzt Stier. Weißt du, ich meine? Das würde echt Bock machen. Und was gibt's? Ja, was für ein Auto, was für eine Strecke. Was ist das für eine Strecke? Ja, wieder eine Strecke, wo keine Sau kennt, ey. Naja. Egal. Ach gut, da brauche ich eigentlich auch gar nichts aussuchen, weil ich kenne die Autos ja sowieso nicht. Gentleman Driver. Ich bin mal gespannt, ob das so ein Gentleman Driver ist.
Die meisten sind nämlich Arschgeigen und fahren die nur in die Karre rein. Wow, was hat denn der da für eine Leitung, der eine da? Der Portugiese oder das Brasilianer? Der streamt mit dem Handy, oder? Obwohl, da wäre es wahrscheinlich besser. Aber der Belgier hat nicht gerade eine gute Leitung. Ich würde meine gern sehen, aber ich sitze mit meiner Visage davor. Mich schon immer interessiert, wie meine Leitung läuft. Aber eigentlich läuft ja mein Stream immer relativ flüssig, gell? Ich krieg das ja nie mit. Hat noch keiner beschwert, dass es leckt oder so. Ich habe eine 100er Leitung, aber meistens ist sie nur mit 80 oder 85 unterwegs. Also mehr als 85 habe ich nicht. Aber ich habe auch meinem Kumpel von oben, habe ich auch WLAN-Nummer von mir gegeben, in dem wo ich immer die VR-Brille kriege. Meinsch, bestimmt, oder? Jetzt ist er rausgeflogen, ne? Jetzt war's Guthaben weg. Könnte ich sein, ne? PayPal oder Paycheck-Karte oder was es ist. Ah ja, der muss schneller fahren, ne? Sonst reicht's Guthaben nicht. Wenn es so lange dauert, ist schon 5 Euro oder weg. Muss erst wieder aufladen, dann kommt er zurück. Schnell rubbeln. Pst, 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 pst. Was ist los hier? Dann beim Belgier ist auch irgendwie komisch. Mal ist grün, dann wird es wieder gelb. Ah ja, da passt's. Muss ich da irgendwas machen? Nee, jetzt geht's. Jetzt kommt der Countdown. Der Covendoven. Ja, Guthaben leer, oder? Ja, Mann. Raus war er. Ich hatte auch Zeiten, hey, da war mein Handy besser als mein Netz hier daheim. Das war echt scheiße hier. Der ganze Ort war crap. Seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr habe ich jetzt die 100er. Das werde ich eigentlich streamen, deswegen konnte ich vorher auch nicht streamen, das hat es nichts gebracht. Wenn ich streamen wollte, dann konnte keiner mehr was machen im Internet. Musste meine Frau alles ausschalten, ihr wird WhatsApp und alles deaktivieren. Und ihr Handy und so. Und das hat bei mir sofort rumgeeiert. Echt übel. Das macht keinen Spaß. Eine Kamera hätte ich gar nicht nehmen können oder so. Das hätte alles noch mehr Leitung braucht. Weißt du? Oh ne, das sind ja diese Dinger da, wo. Jetzt wohin geht's? Aber ich will immer runterschalten, da gibt es ja kein Schalten, gell? Oh Gott, du junger kleiner Dreher, ey. Oh, danke, dass du mich wieder hindreht hast. Das ist aber kollegial. Oh mein Gott, ich wollte gerade runterschalten. Nee, geht ja gar nicht. Deswegen mag ich das auch nicht so. Und jetzt? Was geht's da noch? Ach, okay. Alter, was ist das? Denkst du, bist der erste Fahrer, du?
Ja, wir haben wie eine Bohrmaschine, du. Das, bevor er rumdreht, hey, das war echt scheiße. Aber klar, ich sag ja, ich bin noch nie mit dem Auto gefahren. Und du wirst hier sofort in ein Rennen geworfen, weißt du? Ja, übel. Weißt du, ist kein Gaspedal, das ist ein Schalter. Was du hier hast, ein Dimmer. Und hier wirst du im Prinzip in ein Rennen geworfen, in einem Auto, wo du noch nie halt gefahren bist. Und auch nie fahren wirst, im Normalfall. Und auch die Strecke bin ich auch noch nie gefahren. Da musst du dich relativ schnell dran gewöhnen. Er ist sehr, sehr leicht auf der Lenkung. Es fühlt sich an, wie wenn der hinten die Lenkung wäre, wie ein Mähdrescher. So fühlt sich das Ding irgendwie an, weißt du? Also wie ein Stapler oder so. Oh, was, guck mal, sind mein Gas weg. Rennstrecke verlassen, ey. Und Rennlizenz geht runter. Was für ein Scheiß, oder? Hoch ging sie noch nie. Die geht immer nur runter. Wegen sowas, ey. Ohne Witz. Hat er nicht mal gescheppert. Ey, wann kommt endlich mal eine Strecke, wo nach mir, nach meinem Geschmack ist? Wenn meine Strecke, dann ist mir fast egal, was für ein Auto ich habe, wenn ich die Strecke weiß, weißt du? Wenn du nicht weißt, wo du bremsen musst und so, dann ist es echt scheiße. Brutale Kutsche, du. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich nur gedreht und das ist halt das Problem. Ich habe zu viel Gas gegeben beim Kurve rausfahren, weißt du, aus der Kurve raus, weil ich nicht wusste, wie das Auto beschleunigt, weißt du? Woher? Das war die erste Mal Gas geben und gleich war es zu viel im Prinzip. Und sofort ein Dreher. Naja. Aber echt infernsteuertes Auto, furchtbar. Stimmt. Ferngesteuertes Auto kann rückwärts fahren. Das wahrscheinlich nicht. Finde ich schlimm, das Ding. So, dass dieser Motorsport muss für mich Motorsport sein und nicht Elektromotor oder Wicklung oder was weiß ich, was es ist. Spule. Weißt du? Also. Jetzt das Auto, das ist mir jetzt lieber. Aber die Strecke hasse ich. Willow Springs. Ich hasse die. Ohne Witz. Weißt du warum? Weil die so zumacht hinten. Ich sag dir gleich die Stellen, welche das scheiße sind. Ich will aber den, der sieht schöner aus. Oh Mann, nichts passt. Wenn der jetzt Nürburgring gewesen wäre oder irgendwas, oder Barcelona, Monza, scheißegal. Aber Willow Springs, wer sucht sich sowas aus? Oder ist das bloß Zufallsvergabe? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann es sein, dass der das auswählt so? Dass das der Computer auswählt? Oder sind das die Rennen, wo du hier quasi selber also herstellst, ne? Gestaltest und dann starten wir, Suche machst und dann kommen sie da. Ich weiß es nicht. Aber ich sag dir gleich, was für Strecken da. Vorne links und dann kommt so ein Rechtsbogen und dann muss ich mega abbremsen. Und dann geht es links hoch, so ein Buckel. Der ist schon scheiße. Und dann in diesem langen Schwung da ist so eine richtig ätzende Kurve drin, die wohl richtig scheiße zumacht.
Schöner alter Porsche. Ich weiß noch, so einen hatte meine Mutter, als ich ganz klein war. Aber halt als Targa. In Gelb, so Eierfarbengelb. Weißt, furchtbare Farbe. Das ist auch so ein richtig blödes Eck hier. Und hier vorne auch gleich. Das hier. Da musst du hier bremsen, dass du hier nicht rausfliegst. Wie oft ich da schon rechts in der Walachei rumgefahren bin. Weißt du, wenn das so zufallsgeneratormäßig wäre, dann wäre es eine geile Sache. Dann hat der Gegner nämlich auch keinen Vorteil. Weil man sucht sich ja klar immer die Strecke raus, die wo einem liegt, wo man auch gern fährt. Hier irgendwo, da ist immer dieses Ding da, wo die Kurve so extrem zumacht. Gut, das Auto ist nicht so schnell, da geht's noch, aber wenn ich ganz schnell, nee, dann bin ich so oft links raus. Wow, furchtbar. Ja, die ist überall. Ist echt eine beschissene Strecke. Widow. In Project Car 2 auch. Haben wir die schon ein paar Mal verflucht, hey. Hier ist bloß jetzt angenehmer zu fahren, weil die Autos im Wesentlichen alle angenehmer zum Steuern sind. Aber im vorigen Project Car, sehe da Kotsch ab. Hier muss ich immer langsamer fahren, hey, weißt du? Weil hier so das blöde Eck ist. Die Kurve, wo auf Start und Ziel geht, die ist so scheiße eng. Aber Porsche liegt mir wenigstens. Ich liebe Porsche. Aber ihr habt ja gesagt schon, Stefan, das ist halt, weil ich wahrscheinlich da familiär vorbelastet bin. Seit klein auf hat mir meine Mutter immer einen Porsche gehabt. Das war eigentlich auch mein erstes Auto, wo ich selber gefahren bin. 911er. Auf dem Verkehrsübungsplatz und so. Früher, bevor ich einen Führerschein machen konnte. Und wir hatten da noch so einen alten, weißt du, das G-Modell damals, wo ich einen Führerschein gemacht habe. Der mit diesen Dämpfern da vorne an der Stoßstange. Und die hatten noch stehende Pedale, weißt du, wie ein Käfer. Das hat sich ganz anders angefühlt als das Fahrzeug Golf dann. Diese stehende Pedalerie. Weil hier bin ich langsamer, du das nicht nur weg und Abflug machen, ja. Ist der überhaupt noch da? Oder ist der auch schon wieder raus? Nämlich immer, wenn ich quasi mal ein bisschen vorne bin, dann steigen immer alle aus hinten. Ja, siehst du, der ist schon wieder weg. Immer das Gleiche, ey. Das sind solche Lutscher, Alter. Fantastic, great win. You nailed it today. Brilliant driving. Was BWM? BMW oder was? Was BWM? BWM? Bei dir Porsche, bei mir auch, wenn ich einen Reiskocher fahre. Ah ja, okay, ah ja, klar. Das kommt so family-mäßig, gell? Also ich wurde als kleines Kind saß ich immer auf dem Kindersitz bei meiner Mama, ihrem 911er. Der Targa, mit Dach offen im Sommer. War schon cool, weißt du? Und
Da kann ich mich echt noch erinnern, weil da hinten hat er keinen Sitz. Du konntest also nicht hinten rein. Du musstest immer vorne sitzen. Mit dem Kindersitz. Reiskocher fahre BMW. Aha. Ja. Mein Vater hatte auch immer einen BMW. Oder viel. Geschäftswagen. Siebner. Der hatte auch dann ganz früh schon ein Autotelefon von der Firma. Das war so ein transportables, so ein Dings zum Tragen, weißt du, so ein Koffer. Richtig schwerer Koffer mit einem Hörer drauf und einer Antenne. Und im Auto musst du es dann umstecken, dass die Antenne den Saft von außen holt. Weil die waren damals noch so stark, dass du Gesundheitsschäden kriegst. Deswegen mussten die Strahlen nach außen aufs Dach. Nicht so wie heute im Handy, innen drin. Wo ich immer noch denke, dass die ziemlich gefährlich sind. Die Strahlung, weißt du? Das prägt einen halt so. Du kennst, ich habe damals, war noch der Sechszylinder-Boxer. Ist ja immer noch, aber der Luftgekühlte, der hat sich ganz anders angehört. Der hatte irgendwie einen beruhigenden Ton. Die sind manchmal nachts mit mir eine Runde ums Haus gefahren, wenn ich nicht eingeschlafen bin, anscheinend. Das habe ich gar nicht mitgekriegt mehr. Nur aus Erzählungen, weißt du? Alles der 935, aber wieso hat der da einen anderen Porsche? Konnte ich da nicht aussuchen. Das ist der GT2 RS, der da, was ich habe. Der ist ja prinzipiell schon mal viel schwächer als der andere. Das ist ja unfair, hey. Was für eine Strecke? Muss ich jetzt auch erstmal überlegen. Lauter Bubble nicht mitgekriegt. Der vorne, der hat Allradantrieb, ja, ist ein Hybrid und hat noch mal 300 oder 400 PS mehr als ich. Das ist ja nur unfair, ey. Wieso kriegt er so ein gutes Auto? Man muss natürlich alles gute Auto fahren können. Aber da haben wir der Typ abgehauen, gell, aus dem Spiel raus. Ich sag ja, das war gestern die ganze Zeit. Immer wenn ich geführt habe, sind sie abgehauen. Was sind das für Leute heute, für Lutscher? Kein Kampfgeist mehr, oder? Nichts gönnen anderen. Also ich lasse doch dem anderen seinen Triumph genießen, wenn er besser fährt. Weißt du, wie ich meine? Und dann fährst du vorne rum und dann knallt er dir hinten ins Heck rein. Nicht, wenn sie zu blöd sind. Der läuft gar nicht so schlecht, aber ich fand den Originalen fährt geiler. Ich habe gestern die getestet. Den Ur 935, Baujahr 77, habe ich erst gefahren und danach den gestern einen Test gemacht. Und ich fand den anderen besser, mit seinem gesperrten Hinterachse. Voll geil. Eine Differentialsperre drin. Dem kann ich driften wie ein Weltmeister. Ey. Jetzt kann er mich einholen wieder. Oder ist auch schon wieder ausgestiegen. Boah, Junge, ich dachte, ich habe mich verbremst, ey. Hat er sich ein bisschen überschätzt, der Typ, mit seinem Porsche. Manchmal ist weniger PS besser. Was bringt's dir, wenn du nicht von der Stelle kommst, weißt du, aus der Kurve raus, weil du da nur ein Durchdrehen ist. Und der ist ja schon wieder ausgestiegen, oder? Ne, da fährt er noch. Gut, mal schauen, ob es ein ehrenwerter Fahrer ist oder auch wieder aussteigt. Dann kriegt man raus so Punkte. Und solange man nur Zweiter wird, ist doch ganz okay. So schlecht ist es ja nicht. Besser als aussteigen. Da kriegst du ja gar keine Punkte.
DPA ist ja so kurz, oder? Da komme ich gar nicht, da weiß ich gar nicht, was für ein Rennen denn fahren soll. So viel hat es da Auswahl. Weißt du? Multiplayer. Das hatte ich eigentlich vor, heute zu fahren. Ich habe gestern auf Twitter das einprogrammiert und habe mich am Tag vertan. Ich habe 25. statt 24. gemacht. Ich wollte das gestern posten. Jetzt hat es heute gepostet. Ich weiß nicht, wie ich das löschen kann. Ein Terminposting, weißt du? Und dann habe ich halt gedacht, komm, dann fahre ich heute nochmal. Und die Zeit, kein Problem. Dann bin ich halt nochmal das Spiel gefahren. Aber eigentlich hatte ich vor Assetto Corsa. Meine Morgen. Ja, was hast du mit dem noch? Hast du mit dem noch irgendwas gelabert? Mit dem Sven? Wann wir das mal machen sollen? Weißt du, ich bin ihm gefolgt, aber er ist mir gar nicht gefolgt. Ich habe gar keinen Kontakt jetzt zu ihm. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt finde. So. Der ist irgendwie nicht so blick mit dem Folgen. Der ist, glaube ich, noch nicht so lang da. Im Twitch. War gestern auch einer. Ich hatte ja eingeschalten. Nur Follower können in den Chat gehen. Das habe ich jetzt wieder rausgemacht. Dann kam gestern einer rein. Den kannte ich schon von vorher. Hat er voll rumgemosert, dass er jetzt folgen musste, damit er chatten kann. Weißt du? Ich dachte, jo, das war einer, du. Ich habe was gefragt, nachdem er so ganz kurz angebunden war, weißt du? Und so motzig, so hat sich's angehört. Boah, dann habe ich auch gedacht, was für ein Idiot, ey. Wie wenn der jetzt hier das FBI seine Daten hätte. Weißt du? Ah, guck, der ist auch weg. Siehst? Was sind das für Fahrer heute, Alter? Was sind das für Lutscher? Wo ist der? Ach, der fährt noch. Fährt er jetzt noch oder nicht? Der steht gar nicht in der Tabelle drin. Na gut, wenn man so fährt, dann kann man auch nicht gewinnen. Das ist ja Stunden hinter, oder? Ach so, okay, ja. Ja, die sind teuer, ja. Da hast du recht, im M. Absolut teuer. Oh, meine Siegerehrung. Victory, my first victory. Also gegen einen Gegner. Ich habe schon ein paar erste Plätze gemacht, aber da sind die immer ausgestiegen. Ich würde gerne mal ein Rennen machen, wo wirklich viele Leute dabei sind, weißt du? Schade, echt. Wie lange dauert das jetzt hier? Nur ein bisschen warten, oder? Fahrzeuge, was für Auto kann man da nehmen? Ah, kann man gar nicht so viel Auswahl hier. Oh, 17 Sekunden, Mann. Oh, die ist immer zu kurz zum Pissen, ey. Aber guck mal, ich habe fast 80.000 oder so jetzt gekriegt durch die zwei, drei Rennen da als Multiplayer. Richtig Credits gekriegt. Das macht schon gut was aus, weißt du? Schon gut. Kenne ich auch nicht die Strecke. Keine Ahnung. Die Ebene, das war ja Barcelona, gell? Die kannte ich jetzt, weißt du? Zumindest vom Streckenverlauf. War es, glaube ich, Barcelona. Noch gar nicht richtig aufpasst. Aber das hier sagt mir jetzt gerade wieder gar nichts. Wenn ich eine Strecke kenne, dann kann ich auch ein bisschen was reisen, weißt du? Auch sonst tun.
Also ist die, wo man links hoch muss, oder? Zwischen den Bäumen durch. Oh Junge, guck mal, wie der abzieht. Und meiner? Träge wie ein Hausschuh. Ja genau, hey. Hier geht's irgendwie. So lässt er mich jetzt vorbei. Ist der blöd? Naja. Der weiß wahrscheinlich auch die Strecke nicht, wie man da fahren muss. Na, Hauptsache, der rammt mich nicht, hey. Ja, Junge, jetzt kriegt man die Rennlizenz runter, hey. Aber jetzt habe ich vorher mal ein Rennen gewonnen, da geht aber nicht die Rennlizenz hoch oder so, weißt du? Das kriegst du dann auch nicht da. Lass mal schön Platz nehmen, du, dass der mich nicht rammt. Weißt du, musst immer erst mal lernen, was die Karre kann, weißt du? Wie die hebt in der Kurve. Kein Bock auf Vollabflug. Irgendwo diese komische Stelle gerade. Wo waren die? Hier, oder? Ja, Mann. Die ist echt link, ey. Last time round, keep it clean and on the back stuff. Nur manuell schalten ist wesentlich besser, sag ich dir. Hier macht manuell schalten echt was aus. Wie viele Runden müssen wir da fahren? 5, 6 Runden wahrscheinlich, ja? Oh, mein Streifen, Junge, voll durch die Malerei gefahren. Nee, tatsächlich jetzt schon. Nur ein kurzes Rennen, du. Ja, doch, da habe ich schon Bock, dass wir das machen mal. Ich suche gerade immer hier noch jemanden, einen vierten Mann. Und zu viert macht das bestimmt Spaß. In den Videosequenzen sind ja immer vier Leute da, weißt du? Und dann muss ich aber immer alleine weiterspielen. Na jetzt? Keine Siegerehrung oder was? Doch, oder? Wohl das Replay mal speichern. Würde mich halt interessiert. Das ist so eine Rennart, bin ich ja noch gar nie gefahren. Das ist ja echt blöd, ey. Kann man gar keine Siegerehrung. Die sparsame Siegerehrung, nicht mal die, wird einem mehr gegönnt. Ich gehe mal schön kurz raus, ich muss schön pissen. Sorry, Leute. Aber, da es eigentlich so ganz langweilig ist, mache ich schön ein Replay rein. Wollte nämlich eh schon anschauen. Ich finde die richtig gut gemacht. Weißt du?
Boah, in diesem Regen oder was? Ich bin sofort wieder zurück. Eine Minute. So, schon zurück wieder. Meinst du, die tun das Spiel, das Ding da. Warte mal, nee. Meinst du, die tun das Spiel da wirklich speichern? Oder tun die es nachher nur aus Daten wieder zusammensetzen, dass es wieder so eine Runde ergibt? Weißt du? Ganz was vergessen, hey. Ich hatte noch vergessen, meine Dings rein, meine Brücke, hey, ist immer runtergekommen. Ich habe da hinten eine Brücke. Und die kam die ganze Zeit runter. Das nervt. Hast du das Rap-Teil schon mal durchgespielt oder nur den ersten Teil? Weder noch, ich habe weder den ersten noch den Rap-Teil, ich habe gar nichts durchgespielt. Das Spiel habe ich schon ein paar Mal angefangen, weißt du? Hab's aber nie zu Ende gespielt. Ebenso das Reptide, das habe ich auch nie zu Ende gespielt. Das habe ich halt mal angefangen. Aber ich weiß auch nicht mal mehr, was da drin vorging. Weißt du? Keine Ahnung. Ah, mein Lambo, Mann, Leute. Ja, mein Lambo, den Ferrari, den könnte ich kaufen. Da gibt es immer ein Angebot des Tages, weißt du? Und den wollte ich mir unbedingt mal holen. Und den gab es heute für 60 oder 67.000 gab es den. Da habe ich gedacht, Junge, den schnappe ich mir direkt, oder? Das ist ein nices Kfz. Ja, also, dann passt es doch umso besser, oder? Wow, ey. Gut, das sieht aus wie das, also das hier, das sieht aus wie das AMG Matt, gell? Gut, da ist ein Rotstich drin, aber trotzdem sieht schon recht geil aus. Hier das Graue, so ungefähr, diese AMG. Mercedes, die haben doch so eine Farbe. Sieht schon sehr geil aus. So sieht's scheiße aus, aber. So matt metallic. Ja, das ist auch nicht so gut. Aber das da kommt geil. Also das hier besser gesagt. Eine Cheffarbe. Naja.
Ein schwarzer F40 kommt halt auch verschärft, oder? Ich muss gleich mal ein bisschen meine Schleichwerbung natürlich draufknallen. Ist ja klar. Ja, kann man lassen, oder? Kann man lassen. Müssen noch ein paar BBS draufknallen, ein paar richtige Rennsocken. Aber so welche mit Zentralverschluss, weißt du? Diese richtigen Rennsportfelgen. Das sind ja Rennsportfelgen da. Ist wieder das komische Ding da drin. Was soll denn das jetzt? Was ist mit der Mutter? Hier. Genau. Aber warum ist diese Standardfarbe nicht, weißt du? Komisch. So sieht es bescheuert aus. So geht's. Chrom, nein. Kommt doch cool, oder? So, das Ding. Kann man lassen. Oder die Tricolore, oder? Gut, die heißt ja der anders, Tricolorische. Aber bei allen Prinzip ist es ja beides. Tricolor. Das ist ja abgefahren aus. Geil. Da bist du ja perfekt, wenn du auch noch nichts durchgespielt hast. Dann ist ja quasi wie ein neues Spiel. Weißt du? Passt doch, Mann. Okay, Mugello. Also,
Hier ist Mugello. Was ist das zweite? Muss man schauen. Ja. Moya Boa Ascent. Mojave. Ach, Mojave ist das. Und dann Havanna. Havanna Club. Die eine habe ich noch gar nicht offen. Die wird dann wahrscheinlich erst geöffnet werden. Mugello Grand Prix. Mugello Grand Prix. Leute. Mugello. Mugello. Okay. Genau, ja. Sehe ich auch so, du. Was musst du morgen arbeiten oder was? Morgen ist schon wieder Freitag, gell? Wenn man die Zeit geht, ey. Ist unglaublich, wie die Zeit verrennt. Kann ich ja nichts machen, ey. Muss ich ja erst alles einkaufen. Guck mal, die Klappe. Psst, kann ich Klapplichter hoch und runter machen? Das Wetter, ey, oder ist dunkel schon wieder? Ja, wenn es nachher jetzt bei dem Rennen auch so einfach gehen würde, um nicht die Spitze zu kommen. Das wäre natürlich geile Sache. Die im Internet bei D-Max, diese Monkeys da, wie heißen die Monkey? Monkey, was sind Monkey? Die haben auch so einen Unfall Ferrari F40 gekauft. Ich weiß nicht für wie viel, ich glaube für 270.000 Dollar oder so. Und haben sie den wieder aufgebaut. Komplett aufgebaut wieder. Und zwar ein roter. Und jetzt haben sie einen schwarz gemacht. Aber die mussten die Teile kaufen. Die sind dann fast pleite gegangen an den Teilen. Die haben sich auch leichter vorgestellt. Die können das schon so zusammenschustern. Aber du musst dann die Originalteile nehmen, weil sonst kriegst du da irgendwelche Lizenzen nicht von Ferrari. Als Originalteile, weißt du? Sebastian Vettel hat ja alle seine Ferraris verkauft, gell? Bis auf den. Zu angepisst war der. Auf diese Marke. Krass, LaFerrari hat er sogar hergegeben.
Okay, aber ich glaube, ich bin reif für die Renne, für die Rennstrecke. Das soll ich machen beim Multiplayer auch. Du siehst ja dann, was für die Strecke kommt und dann Training machen. Aber dann ist natürlich das Rennen schon wieder weg, bis du dann das Training fertig hast. Das ist leider so. Oder du machst beim Multiplayer, wenn du ein Rennen erstellst, kleine Qualifikationsrunde mit rein. Das wäre doch auch geil, oder? Dann kannst du erstmal die Startaufstellung ausfahren. Das finde ich cooler. So können alle Fahrer sich auch erstmal auf die Runde, auf die Strecke einstellen. Selbst die, wo sie gar nicht kennen. Wahrscheinlich nicht, was weiß ich, 10 Minuten oder so begrenzt auf 10 Minuten. Ein freies Training oder eine Qualifikation. Ich finde es wieder ganz gut. Ja, guck mal, die Straße ist genauso lackiert, die Curbs, wie mein Auto. In den italienischen Farben. Wie ist die über Ostern und so soll jetzt auch Lockdown sein oder wie? Na cool, guck mal, da fährst du dann da drüber. Hat die genau die gleiche Farbe. Mal gucken, wir haben Replay. So sieht's aus. So, jetzt mache ich glaube Feierabend. Jetzt haben wir 2,5 Stunden rum und das passt. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen Raid-Modus machen. Ja, Stefan, wenn du noch eine Weile wach bist, komm einfach noch mal rein in ein paar Minuten. Würde mich sehr freuen. Da kann ich mich ein bisschen besser unterhalten, auch mit dir. Hier muss ich immer ganz auf die Strecke schauen. Helga Büchner, aber Hauptsache Germanen 3, geil. The Tracks machen wir einen Screenshot, Alter.
cool, aber es war halt ein lohnenswerter Tag hier, weil ich echt gut Geld gemacht habe. Also gut Credits. So, Leute. Wie gesagt, dann mache ich mich jetzt mal schön vom Stuhl und komme dann in, was weiß ich, 10 Minuten, 20 Minuten wieder zurück. Mache schnell einen Spielwechsel. Ja. Dann bis gleich. Horido. Ciao.